Moin Moin und hallo zum sechsten Teil von 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso habe ich schon so viele verpasst? Bin ja, ich mal einen Tag krank und du machst 6 Teile Beyond oder was? Ja. Einen Tag war der Dennis noch krank mit seiner eitrigen Syphilis-Gonorrhoe. Ja. Er hatte das Bett gehütet. Jetzt ist er aber wieder da und ich freue mich. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Klingst noch ein bisschen krank. 6 Teile. Ja. Ich bin schon ein bisschen demotiviert. Du musst mir das gleich nochmal resümieren, was passiert ist. Ja. Ich habe den Anfang gespielt, das kann ich schon mal sagen. Genau. Aber nicht so weit wie du bist. Aber ich glaube, bevor es langweilig wird, erklär mir das, während du spielst. Ja, einfach. Machen, ne? Wir das. Ich glaube, wir sind in einem Labor und wir brennen. Genau. Wir haben gerade noch mal so na 5 Minuten gespielt, um an diese Stelle zu kommen, weil es ja immer Rücksetzpunkte gibt, also Speicherpunkte. Und wir spielen jetzt zu zweit, denn das Ding hat einen Koop-Modus. Dennis spielt Aiden und ich spiele sie. Und er hat gerade schon so ein bisschen erklärt bekommen, wie es geht. Du weißt genau, ja auch, du hast ja selbst schon ein bisschen gespielt. Genau, den Anfang habe ich richtig. Wir haben uns bei Eddie angeguckt. So, und jetzt ich hoffe, das kriegt man wieder. Okay. Weg, wenn sie nicht damit rechnen, dass sie ihn nochmal brauchen. Unangenehm. Und so Pech für ihn auch, dass er gerade ausgeht und dann noch stirbt. Ja. Jetzt hätte er überleben können und wäre davon gekommen, aber er hat es nicht geschafft. Ja, tja. Hat er Erinnerung für uns? Nee, da war nichts. Erinnerung? Ja, also, wenn die Charaktere Erinnerung haben, kannst du als Aiden, ja, das können wir ja irgendwann zeigen, wenn du den jetzt mal anguckst. Typen. Mhm. Hast du ja gerade schon gemacht. Ist der. Ist weg. Ach, da liegt er, ja. Ah, okay. Rolle. Nee, keine Erinnerung, nur verbrannte Erde. Ja, aber bleib mal am Start, denn da liegt ja das Ding jetzt, du musst die Tür jetzt aufschreddern. Okay. Da liegt er, siehst du diesen blauen Punkt? Natürlich. Ja. Yeah. Meine Geistesicht. Da dockst du dich an. Ich weiß nicht, was das ist. Doch, jetzt weiß ich es. Ein Stuhlbein. Ja, genau. Angedockt. Ah, ich muss nicht mehr ziehen. Das macht das Spiel alles. Okay. Kaboom. Ja, also du hast jetzt leider nicht so viel gesehen von den Videos auf YouTube, die ja schon zugänglich sind. Ich habe auch mit Absicht schlecht gespielt und deswegen ist sie auch in Gefangenschaft geraten und ja? Man muss so ein bisschen Leid ertragen. Aber am Ende spielt es einen dann doch immer an dieselben Stellen. Offensichtlich. Ja. Egal, ob man jetzt die Quicktime-Events. Das habe ich auch gelesen. Das ist im Grunde, das ist so dieser ganz große Kritikpunkt von vielen Leuten, dass da keine Challenge ist. Das ist ein Spiel so für jedermann. Das kann meine Mutter auch spielen, die Videospiele hasst. No, 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 please, please, go away, go away. God, no, please. Easy. I'm Jody. I work with Professor Dawkins. The entities, they invaded the laboratory. Creatures from the depths. I managed to hide. They're still here. I know they're still here. Try to get to the elevator. It's working now. You should be able to get out. You're staying here? But those things will kill you. I'm not alone. We always face death alone. Ja, aber
Okay. Weg, 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 weg von ihm, weg von ihm. Aui. Oh, oh, das sieht brutal aus. Ja, das ist auch brutal. Hast du da eben den Riss in der Schädeldecke gesehen? Ja, so ein bisschen. Von den Armen. Aber sie musste auch den Körper in die Funktionsunfähigkeit prügeln. Ja, ja, selbst das Feuer an den Beinen konnte ihn nicht aufhalten. Wobei doch, das hat den Schlag aufgehalten, aber nicht genug. Wow. Okay. So. Okay. Dann vom Schrock, Schock, Schreck und Schock. Raus hier ist Schrock. Der Plan, ne? Oder was? Warte mal, ich denke... Ja, jetzt haben wir diese Feuerwand, da wird wohl nichts mehr sein. Oder warte mal, hat er Erinnerungen? Das ist ja nur an seinen Tod, also wird er wahrscheinlich keiner. Du kannst ja mal gucken, ob hier irgendwas ist, was man noch betätigen kann. Okay, ich scanne den Bereich. Hier ist nichts, ich sehe nichts. Da links ist nichts. Hinter uns auch nichts. So, dann komm zurück. Oh, warte, da ist was? Ja, das ist gleich, da musst du wahrscheinlich wieder irgendwas... Ah, da sind Erinnerungen. Okay. Da muss ich wahrscheinlich näher rankommen. Ja? Okay, dann zack. Ach was, aber ich guck mal, ich hab die Kamera. Bleib mal ganz kurz stehen und mach nichts. Ja. Nee, ich kann nichts steuern anscheinend hier. Nee, ich muss dich immer rufen. Dann. Nee, ich meine die Kamera. Eben halt hatte ich das Gefühl, als könnte ich die Kamera betätigen, wenn du spielst. Okay. Wäre ja auch ganz cool, da ich kann tatsächlich nichts machen. Ich kann mich auch, du musst mich quasi rufen als Geist. Genau. Aber nee, geh ich wieder zurück, ne? Du wolltest jetzt erstmal da hingehen. Ja, ja, genau. Wo haben wir denn... Da müssen wir lang. Und mit dem Tablet geht das auch? Also ich dachte eigentlich, das geht nur mit Tablet. Ich wundere mich gerade, dass ich ein Pad in der Hand habe. Ich dachte, ich krieg gleich ein Tablet. Auch noch Wünsche, Ansprüche, irgendwas anderes? Nur ein Tee vielleicht? Nee, ich find's nur interessant, das anzumerken, auf jeden Fall. Da, Aber warte mal, ich kann hier erstmal anhebeln. Mach mal weg, bitte. Ich kann hier erstmal anschubsen da, genau. So, jetzt. Achso, jetzt, zack, den linken, nach da, den rechten. Der komplette Föhn hier. For Christ's sakes! Entities can go through matter! This won't stop them! I'm sorry, you can't take that chance. Wow, das ist schon hart. Die wissen, was sie machen, die Geister, ne? Ja. Wo kommen die alle her? Das weiß ich nicht. Die haben die halt irgendwie diesen Riss geöffnet. Und ich frage mich halt auch, warum die immer böse sein müssen, weißt du? Was fuckt die denn so ab, dass die direkt erstmal hier... Was wollen die eigentlich? So, ich glaube, du bist dran. Okay. Da, diesen Schalter. So, nochmal. Zack. Vielen Dank. Hast du da durch? Okay. Ja. Na gut, aber pass auf dich auf hier, ne? Okay. Komm zurück. Pass auf, da hinten regnet. Achso. Da regnet's da drin. Das ist gut, dann brennt's zumindest nicht. Ja, die Frage ist, wovor haben Geister mehr Angst? Feuer oder vor Wasser? Das kommt drauf an, ob die Feuergeister oder Wassergeister sind. Aha. Guck mal, wie die jetzt hier uns den Weg versperren wollen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen in der Dunkelheit, diesen Saugwurm. Woo! Ja. Nee, was ist jetzt? Das sieht immer so bescheuert aus mit diesem Ding. Ja, und wie der Zufall es so will, stehen wir direkt vor der Tür, in die wir rein wollen. Die haben uns nur geholfen. So. Wo geht's raus? Ein Schneelevel oder was? Quetschi quetsch.
Kann ich jetzt auch was verkehrt machen? Was passiert, wenn ich das verkehrt mache? Geht die Tür dann zu? Glitsche wieder raus bestimmt. Wieder rein. Weißt du? Der ist gefroren. Der sah richtig gefroren aus. Oh Gott. Und wir haben unsere Moonboots nicht an. I can feel the echo on the other side. Let's take it really slow. Maybe we can slip through unnoticed. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwo unerkannt durchschlüpfen kann. Wir haben ja gerade schon ganz deutlich mit ihr gekämpft. So, gibt's hier irgendwas in Erinnerung? Willst du mal gucken, ob sie irgendwas in den Leuten irgendwas wohnt? Okay, ich guck, hier sehe ich nichts. Da ist auch nichts. Okay. Dann gehen wir mal nach rechts, wa? Was ist das da für ein blinkendes Licht? Das rote? Ja, wahrscheinlich. Wir gehen erstmal hier rein. Oh, coole Apparatur. Cool, ja. Stimmt, ja. Ist haben die da gemacht. Diese verrückten Wissenschaftler. Ja, ne? Ist immer dasselbe, ne? Weißt du, bei Gordon Freeman war das auch schon so. Ja, aber bei mir wird es auch so sein später. Also ich fange ja jetzt schon an, mir so ein Ding im Keller zu bauen und ich freue mich dann auf den Tag, wenn ich anschalte und erfahre, was es macht. Und was arbeitest du an Viren? Nee, das weiß man ja nicht. Du schraubst so ein Ding zusammen und so muss es aussehen und am Ende drückst du den Knopf und nachher ist es ein Laser oder ein Antigravitationsstrahl oder so. Ach, da liegt jemand. Das weiß man ja vorher nicht. Ich kann mir nicht durch, weil da liegt einer, sie kann nicht über den. Ja, das stimmt, aber in deinem Fall, weil du halt krank warst und so komisch klingst, habe ich gedacht, dass du vielleicht an Viren arbeitest, könnte ja schon die Antwort sein. Ah, okay. Aber da hinten ist so ein grüner. Nee, da darf ich nicht lang. Nee, okay, das ist nur für die Zierde. Was ist? Steht hier oben irgendwas Spannendes dran? Notes, bla, bla. Gem Notes. Everyone. Assets. Call Summary Mass Sport Lab. Photosynthese. Ja, aber sie friert auch. Komm, wir gehen mal weiter. Ja, ne? Ja. Ich glaube, lange hält sie das nicht mehr aus. Da ist wahrscheinlich auch eine Tür. Die geht aber nicht auf. Bestimmt nicht. Nein. Oh Gott, nee, es tut mir nicht leid, wie sie friert. So. Ich denke, jetzt musst du wieder irgendwas machen. Ja, so. Die Keycard. Dann such mal. Oh, jetzt bin ich dein Spürhund, oder was? Ja. Die will jetzt ja nicht, dass wir alle Leichen jetzt hier abtasten, oder was? Okay, aber die Leichen, die sind ja... Das wird jetzt hier irgendwie... Der hat's nicht. Der hat's nicht. Ja. Kannst du in den Rechner da rein? Vielleicht? Weißt du? Dass sie gar nicht in der Leiche sind, sondern... In den Computer? Ja, dass du mal in den Computer reingehst. Ich guck erstmal hier bei dem... Da liegt was. Was ist das? Okay. Was ist das? Ja. Ach, das muss ich aufsaugen hier, oder was? Bin ich das Staubsaugergeist? Yes! Sogar Action completed. Okay, jetzt ist nur für den Bonus, ja. Toll. Ja, dann check doch mal irgendwie, ob wir da. Okay, ich flieg mal. Welchen Computer meinst du? Hier links, 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 vor der Tür einfach den. Quasi statt der Keycard, dass du da einfach mal beigehst. Sag ich mal. Ah, ne. Will er nicht. Okay. Und wenn ich sie einfach durchschlage, jetzt so. Ne, geht nicht. Ja, kann ich glaube, das würde sie nicht überleben. Hier so durch? Ne. Okay, wir suchen einen. Wow, Orientierung verloren. Das passiert, glaube ich, schnell in dieser Geisterform, habe ich mir sagen lassen. Okay, lass mal kurz checken, ob ich das machen muss. Vielleicht muss ich die ja echt absuchen. Das okay, warte, lass mich einmal dicht ranfliegen. Nicht, dass ich nicht dicht genug dran war, aber war ich da. So. Also ich halte es eher für wahrscheinlich, dass du das machen musst, ehrlich gesagt. Da rechts X, aber du musst es machen. Aber du willst auch nicht jede Leiche jetzt anpügern. Das ist doch das Ding für gedrückt halten, oder nicht? Finde ich blöd. Ach komm, nicht jetzt. Boah, das ist doch voll nervig.
Vielleicht hat die auch nicht irgendjemand bei sich, vielleicht ist sie auch in irgendeiner Schublade oder so. Ja. Kannst du jetzt irgendwas machen? DPA. Guck mal, hier ist nichts, ne? Ah, ich bin gerade im Trinkmodus. So, okay. Mhm. Nee, ich sehe nichts. Ich glaube, da hat sich jetzt nichts verändert, oder? Hat sich ja, wir müssen nochmal in den anderen Raum rein. Vielleicht ist es ja auch in dem Raum. Wir müssen erstmal da reinkommen. Okay, aber ich würde sagen, da suchst du nochmal weiter, oder? Ja, ich habe ja jetzt gerade echt nichts. Nee, komm, wir kommen zurück. Ja, warte, einmal jetzt noch, wo ich gerade hier bin. Irgendwo ein versteckter Punkt. Nix. Die wollen tatsächlich, dass wir das jetzt hier manuell absuchen. Das halte ich ja für eine Frechheit. Ah, ja, dabei ist das so kalt. Ja, ja, ja. Okay. Ist hier irgendwas, das du aufschlagen kannst oder so? Sieht nicht so aus, ne? Gehen wir mal hier rein. Schauen wir mal die anderen Jungs ab. Ja, hier links. Nö, offensichtlich nicht. Dann ihn hier, was mit ihm? Der eine. Siehst du auch nichts, ne? Nee, aber der hat bestimmt ja, eine. Dieser Blick. Die sagen Blick. Nee, hat er nicht. Ach man. Immer der Letzte, ne? Den kann man nicht angucken oder was? Nee. Warum? Liegt auf dem Bauch. Kannst du Leute, die auf dem Rücken liegen, angucken. Komm, das muss da, jetzt sein, doch, oder? Ist sie doch. Ist sie das? Ja, klar. Got it. Oh. Oh nein. Oh, unangenehm. Kannst du auch mal irgendwas machen jetzt, oder? Gerne, aber... Oh, oh. Ich weiß nicht. Lauf, kleine Ellie, lauf! Nennen sie übrigens immer Ellie, ich kann nicht anders. Jodie heißt sie nicht. Ja. Tu was! Jodie und Aiden. Aiden, mach was jetzt! Hau die weg! Ja. Zack. Ja, ja. Ich kann ja nur eine Sache machen. Nee, das stimmt nicht. Du kannst sie auch in die Reihen geben. Ja, und wie mach ich das? Zusammenführen. Es geht aber, muss halt die genau. Du, das meine ich damit. Ich habe nie die Wahl, irgendwas zu müssen. Nee, das ist schon mal vorgegeben. Ich mach dir zu, Aiden. Schon so, unangenehm. Von einem kalten Raum in den nächsten. Aber Adrenalin hat uns jetzt wenigstens warm gepumpt. Sucht sie eigentlich? Will sie da nicht raus? Nee, wir müssen diesen Kondensator finden, damit wir das Loch schließen können. Ach so, dieses Rift ja, zur anderen Geisterdimension. Genau. Alles klar. Wie diese Coin, wenn nicht die Ghostbusters? Ja, original, das habe ich auch gesagt. Ja? Ja. Okay. Yes, Minispiel Nummer 2. There's something going on. The energy level in the condenser is still rising. We've got to shut it down now. I can't. Ja, dann müssen wir jetzt wohl den Job machen, dass wir das runter. Ey, das ist ja echt Half-Life hier. Ja, total. Dann ist der G-Man. Ja. Gerade noch verschwunden. Oh, da fliegt wieder was drauf. Oh oh. Ah, Geister fliegen. Passage to the other side. Durch da! Geh da durch! Ja.
Viecher kommen mir auch bekannt vor. Die sehen so ein bisschen aus wie die aus Matrix Invasion von Mars. Oder, ja, ja, genau. Aber auch diese komischen. Ja, doch, genau. Von Mars? Nein, ich meine mit Tom Cruise, den hier. War of the Worlds. Genau, dem Neo meinst du. Ach, War of the Worlds? Aber nee, nein, das sind doch die aus Matrix. Ich hatte die kurz verstanden. Matrix und Crisis sehen die gleiche aus. Ah, die Schattenmagik hier, das sieht gut aus. Ja. Achso, die Geister waren jetzt scary, ne? Okay. Ja. Oh nein! Oh oh. Aiden, tu was! Alter, diese das sehen aus wie diese Tiefseefische. Ja, Anglerfische. Ich hab sie geangelt. Tu was, Aiden. Ich angel. Ich weiß nicht, ob ich richtig angel. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber es funktioniert trotzdem. Nach hinten ziehen irgendwie oder was? Nee, ist egal, was man macht. Hier, die Drecksbande. Okay. Ich fällt wieder irgendwas runter. Was ist das? Wo kam das denn? Oh, Geister. Ein, mach was! Ich mach was. Hier, eine Gefühle. Was ist das? Warum sehen die so aus? Das ist wahrscheinlich dunkel da drüben, ne? Stimmt, das sind so Tastentakel, ne? Jemand keine Augen, weil es da so dunkel ist. Ich muss mich anderweitig. Kennst du diese asiatischen, ich nenne es mal Erotik-Fantasien, diese Manga-Monster, die mit vielen Tentakeln. Schon mal von gehört, ja. Schon mal von gehört, ne? Aber das musst du jetzt ja nicht ausleben, ne? Nee, die Wahl habe ich ja auch gar nicht. Ich habe ja generell, glaube ich, keine Wahl in diesem Spiel, habe ich schon gelesen. Das wird mein Hauptkritikpunkt sein, an dem ich mich auch festhalte die ganze Zeit. Ja, ich merke schon. Aber das Problem ist, dass ich das Spiel sehr gerne mag, ja. Aiden, tu was. Aiden, drück den Knopf. Okay, hoch mit dir. Ah, wir sind noch nicht tief. Okay, hier lang oder? Hier war doch der Eingang. Nee, okay. Lauf. Oh, oh. Nein. Meine Seite lang. Okay. Einen. Oh oh. Muss halt einfach die Sticks in die Mitte drücken, so lange bis der verschwindet. Kriegst du das hin, oder? Ja, mach ich schon. Das dauert manchmal länger, manchmal kürzer. Guck mal, wenn du den jetzt lang hangeln würdest, als kleiner 12-jähriger Nils, würdest du das mit dem Bauch nach vorne original, machen? Das hab ich mir auch oder umdrehen? Ich würde mich umdrehen, auf natürlich, jeden Fall. Würde jeder machen. Ja. Sieht einfach nur cooler aus. Wie alt ist die Kleine gerade? Achso, nee, das springt ja immer, ne? Weiß ja, man ja. Okay. Keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und 25 oder so, ne? Ja. Der springt hier irgendwo ran. Ich glaube, du bist wieder gleich dran. Okay. Also ich muss hier noch sehen, ob ich irgendwas machen kann. Nee, ich drück kurz das Ding in die Mitte. Und jetzt bleib weiter. Er ist aber auch ganz schön mächtig, ne? Wenn er das mit diesen Viechern da aufnehmen kann. Okay. Ja, Aiden scheint stärker zu sein als die bösen Killergeister da, ne?
Stufe 10 Geist in uns drin. Vielleicht sind das ja auch wirklich nur so Parasiten. Das sind gar nicht die eigentlichen Bewohner dieser Welt. Das sind einfach, weißt du, so wie wenn du ein Portal zur Erde öffnest und da kommen dann irgendwelche Kojoten durch oder so. Ja. Ah, da hinten müssen wir hin. Lauf, 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 lauf. Activated. Hin da, schnell, es blitzt. Mhm. Läuft so schnell sie kann. Dreh dich um. Ich springe, wo ich zu sehr gut. Oh. Oh, 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 komm, Geist, ich hab's Gefühl, ich bin dran. Nee. Nee? Oh, fies. Jetzt bist du wieder dran, ne? Er ist durch. Ah. Jetzt. Alter, wie ein Glück, dass ein 12-jähriges Kind genau weiß, was in der, von einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung der Ausknopf ist. Und? Alles noch größer. Wird sie doch nicht reingesaugt. Ja. Das hätte mich jetzt aber ehrlich gesagt noch überrascht. Da hätte ich gedacht, ey geil, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass noch so eine Geisterwelt-Geschichte kommt. Aber kommt sie ja nicht. Aber sind denn jetzt alle, die schon auf dieser Seite waren, dadurch jetzt auch weg? Du meinst die Geister, die übrig geblieben sind? Ja. Ja, durch den Rückstoß des Raumzeitkontinuums wird das alles ausgelöst. I don't know. Are you there? Ida! Ach, will sie ihn gar nicht mehr loswerden? Okay, das ist ein Moment. Ah, da ist sie. Jetzt kannst du sie andützen oder so. Okay. Slaps. I thought I'd lost you. Ja, sie will ihn nicht loswerden. Wahrscheinlich war das der Schlüsselmoment, in dem sie gemerkt hat. Ja. Ich glaube, es war jetzt gerade so ein bisschen Interpretationsspielraum, ob sie vielleicht nur das Moment mal doch dachte. Das war so ein Ding, man kann jetzt nicht rein interpretieren, ob sie die Geist mag. Das war dieser Moment der Stille, als man in die Augen versucht hat zu lesen. Freut sie sich? Ist es Erleichterung? Oder ist es Trauer? If they open a passage, be nothing left. War bestimmt lustig beim Dreh, wenn man sich so dicht umarmt und überall diese Kügelchen im Gesicht hat, fühlt sich das bestimmt komisch an. Ja. Obdachlos. Ach, jetzt kommt die berühmte Szene, die sie beim Tribeca Film Festival gezeigt haben, weißt du? Die haben ja ganz groß die PR-Trommel gerührt. Ja, ich habe versucht, mir nicht so viel anzugucken, aber ich befürchte, ich weiß, was du meinst mit der Gitarre. Aber da, ich habe versucht, mich abzuschirmen von zu viel Informationen. Der hat die Straße. Das kann ja dieselbe Stadt sein, mit derselben Straßenzug. Ja, ne? Das sieht bizarr aus. Das ist. Stimmt. Die sahen ja auch ein bisschen aus wie Zombies, ne? Die Geister jetzt? Ja, als die Wissenschaftler besessen waren, im Moment waren die schon wie Zombies. Ach so, ja, die Wissenschaftler. Ding. Mitten in einem Blizzard hier ist es doch.
Wieso ist sie da jetzt obdachlos? Ja, ich schätze, sie ist geflohen von der CIA oder was auch immer. Von den Herrschern, die ihr nachstellen. Okay. Und ist jetzt quasi im Untergrund, schätze ich mal. Ah, okay. Also das ist jetzt wie immer nicht einfach chronologisch direkt anschließend, sondern irgendeine zufällige andere Zeit. Ja, ich schätze mal, das ist die Zeit nach der Flucht, nachdem die CIA versucht hat, sie zu fangen. Okay. Aber das weiß ich nicht. Hello? Nathan? Jody, where are you? They're back. They're all around me. Good God, Jody, what's happening? I'm tired. I'm so tired. I don't think I'm gonna make it. Tell me where you are. I'll come. I'll come right now. Jody! Jody! Tonne. Oder klau mal dem älteren Herr das Essen. Ja, Sekunde, ich schaue mich einmal um, um irgendwelche Optionen auszumachen. Aber nee, ich muss tatsächlich. Geh da weg! Kannst den ja rein. Hey, who's there? I'm losing my mind. Not very luxurious, but quiet. Finding the streets a few days ago. We're in pretty bad shape. You've been taking care of me? Ah, come on, somebody had to. I couldn't leave you lying there, dying like a dog in the street. Understand. What's your name? Jody. Welcome back to the land of living, Jody. Nice to have some company once in a while. Some coffee? Strong. Tastes like shit, but hold you up against the cold. Careful, it's hot. How long you been on the streets, kid? A few weeks? Something like that. About 3 years for me.
don't know how many times I thought I was gonna snuff it. Just go completely nuts. But I guess you can get used to anything. You haven't lived with nothing. You want to run? Parents? Crazy boyfriends? Something like that? Weichen wir mal aus. I guess I'm running away from me. Ain't we all, kid? Ain't we all? Ain't a problem. You never can run far enough to forget exactly who you are. You got someplace to go? Family? Friends? Somebody's missing you? Ja, Lüge, Wahrheit. Ich bin immer für Wahrheit, ne? Aber ich träume noch nicht. Gelernt, niemandem zu vertrauen. Ja, ja. Die Erfahrung, die man macht. Da war mal ein Junge, den ich eins küsste. Stay here, if you like. Und dann hat er mich eingesperrt. I got much to share, but whatever I get is yours. Thanks. Sieht aus, als hätte er eine Spielesammlung links neben seinem schicken Fernseher, ne? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ach, da! Ja, siehst du? Ja. Und nochmal die Hände wärmen von allen Seiten. Denn sie hat ja wirklich gefroren. Ach, Stan. Was ist das für ein Eimer? Ah, ne, das ist jetzt vielleicht wieder das Ding. Hallo, Stan. Ja, danke nochmal. Thanks, Stan. Yeah. Vertrauen, Hilfe, aufstehen. Andere? Do you know the others? That's Walter over there. All right, he drinks a little bit too much, but he's a good guy. And that's Jimmy. Better stay clear of him when he can't get a fix. And that girl? It's Tuesday. She's pregnant. Poor kid. Krass. Wie krass, die drei fiesen Sachen aufgereiht, Alkohol, Drogen und Schwangerschaft. Das sind die Dinge, die dich downbringen. I know, kid. Die Moral. I know. But you know, we all go through that. Also war doch gerade echt so was. Ja, yeah, klar. Voll, yeah. Oh, sie ist schwanger. Oh, hang on in there. Just wait for the pass. Ja, und in der Sex natürlich sofort schwanger geworden vom Küssen und sometimes dann immer noch auf der Straße, ist ja klar, weil nicht nur die Familie, sondern auch Gott einfallen ist. Why did you help me? Wasn't gonna let you freeze to death. I was able to help you, so I did. It's no big deal. Okay. Jo, dann sprechen wir mal mit ihr zuerst, wa? Ja. Erstmal am Feuer aufwärmen, ne? Hi. 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 Jetzt schon Kinder waren. Ja. Die planen länger zu bleiben. Ja. Oh. Siebter Monat, ne? Achter. Irgendwie so. Bisschen Feuer vielleicht abgreifen. Ey, ich wollte unten. Nein, man kann nie genug. Nee, Wärme ist wichtig. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht jetzt kurz Pause machen. Ja, so, das machen wir jetzt auch. In unserem neuen Heim angekommen, ja. Dass die Basis sein wird für unsere Weltherrschaft, die wir von hier aufbauen. Oh ja. Oh. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Schön, dass du an Bord bist, Dennis. Ne? Tschüss. Bis dann.